Mal in die Schlafgemächer. Sarah, Janus, da bist du ja wieder. Ist etwas passiert? Der schwarze Wind. Du hast die Vorahnung also auch? Hab keine Angst, es wird alles gut werden. Was ist das? Ein Amulett, das meine Gebete birgt, wird dich bei Gefahr schützen. Am liebsten würde ich ja gar nicht von deiner Seite weichen, doch die Pläne von Mutter sehen anderes vor. Sie ist nicht unsere Mutter. Sie mag so aussehen, aber ihre Persönlichkeit ist wie ausgewechselt. Und trotzdem, vergib mir, Jan. Sie interessiert auch nicht, dass wir in der Tür stehen. Ihre Majestät lässt nach euch rufen. Bitte begebt euch umgehend zum Meeresstrand. Sehr wohl. Also dann, Jan, du musst aufbrechen. Nanu, wer seid denn ihr? Herzlich willkommen zurück. Du warst eine ganze Weile weg. Ich will nicht drängen, Euer Hoheit, aber ihr kennt ja die Königin. Ja, wir wissen schon. Beeilung, Beeilung. Bye, bye. Welcher Stream hat dich aufgehalten? Stell dir mal vor, wie sich mein Klo fühlt. Also wenn du jetzt 4 Stunden auf dem Klo warst. Oder 3. 2,5. Nicht gut. Lass mich in Ruhe. Ja, ich gehe ja schon. Mach ich das Buch einfach auf. Hier. Geht nicht. Schade. Bin 2,5 Stunden zu Hause. Ja, ist, okay. Lady Sarahs Amulett wurde aus demselben roten Gestein gefertigt wie Metamorphos. Wenn Lady Sarah es trägt und zu Metamorphos betet, dann glüht das Amulett gespenstisch. Okay. Glaub, du fantasierst ja ein bisschen. War vielleicht 2 Stunden. Ja, es waren 2, glaube ich. Ich bin seit 3 Stunden online. Könnt hinkommen, ja. Dieser zum Audienzsaal. Und den kann ich nicht durchgehen. Essen und Hund. 2 Runden Roll reintilten. Essen und Hund. Also sehr erfolgreich warst du. Offensichtlich. Das ist der Fehler. Metamorphos-Kammer. Weiter hinten liegt die Metamorphos-Kammer. Lavos-Energie ist gewaltig. Sie ist bis hier zu spüren. Also die ziehen tatsächlich aus dem die Energie. Ich brauche etwas Stimme im Hintergrund, das gibt mir Kraft. Bitte, bitte. Oh je. Das ist Metamorphos, der Quell von Stylis Macht. Er fördert und verstärkt die unerschöpfliche Energie Lavos. Wenn Metamorphos im Meeresschrein installiert wird, können wir noch mehr Energie aus Lavos gewinnen. Unser Traum vom ewigen Leben ist damit zu greifen nah. Ich glaube, ihr habt alle so einen leichten Knall, oder? So ein bisschen. Nicht viel, aber etwas. Bringen sie alle um. Ja, ich glaube, das wird am Ende so passieren. Ach, die Türen kenne ich doch. Blue Light. Und jetzt? Hallo. Wir haben auch so eine Kette. Warum nicht aufgehen? Komisch. Diese Tür kann von außen nicht geöffnet werden, es sei denn, man besitzt ein mächtiges magisches Artefakt. Es sieht genauso aus wie das von Lady Sarah. Das heißt, dass Lady Sarahs Amulett seltsam leuchtet, wenn immer sie zu Metamorphos betet. Müssen wir jetzt mit dem Amulett zu dem Ding hier und... keine Ahnung, zu dem beten? Let's see. Fill me with energy. Nichts falsch. Bitte wie? Jetzt aber.
Magic! Open the door! Gut! Hurra, wir haben es geschafft! Eiler gehen! Vorwärts, Bruno! Alles gut, wir gehen ja schon. Ich möchte nicht stören, aber ich störe mal, okay? Hast du die Lösung durchgelesen? Nö. Ich wusste nur, dass links Metamorphos ist. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Mit einem Amulett? Eure Majestät, das sind die Unheilsbringer, von denen ich euch gewarnt habe. Bitte, wollt ihr euch etwa auch in meinem Weg stellen, Fremde? So wie die drei Weisen, Wesen? Narren, allesamt. Dalton, ergreif sie. Mit Vergnügen. Wer ist da unterm Umhang? Hey, Golem? Wir werden mit einer Zeitschrift besiegt, wir sind doch keine Fliegen. Hauptsache der Golem hat Nippel. Eiskugel halbiert den... Du willst mich verkackdudeln, oder? Immer nur nö. Was zur Hölle? Wie der einfach einen Angriff hat, der uns mehr oder weniger in einem Schlag tötet. Hier eine Wasserfertigkeit. So. Dann muss ich sie noch mal heilen. Vita, er macht einmal Wuchthieb und sie macht die Kratzattacke. Kopiert physischen Angriff. Quatsch. So, der heilt die mal. Kling, Flotsch. Das macht doch einen Schaden. Das ist ja unfassbar. Nee, nicht Eisgar. Du sollst Vita machen. Auf dich selber. Sieht aus wie der Endboss, ist aber nicht der Endboss. Nach Aussage von Martin gibt es noch 10 Bosse. Gut, er greift sie an. Das, du machst einmal Wuchthieb. Jetzt ist die tot. Dann machst du einmal Engel auf sie. Eieiei. Gut. Quatsch. Seriously. Nochmal wiederbeleben. Die Angriffsgeschwindigkeit ist viel zu krank. What the heck?
Ja. Hahaha, keine Angst, ich werde euch nicht töten. Zumindest vorerst nicht. Die Frage ist, ob man den Kampf überhaupt so einfach gewinnen könnte. Bestimmt. Aber, naja. Erst solltet ihr jede erdenkliche Art von Schmerz und Furcht erfahren. Als Strafe für euren Frevel, meine Pläne durchkreuzen zu wollen. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr darum betteln, dass ich euch von euren Qualen erlöse. Was für ein köstlicher Gedanke. Hihihihi. Okay. Er hat's ja gesagt, dass wir sterben, ne? Paar Idioten, was hast du vor, Sarah? Janus. Ist Janus nicht der Letzte, den man mitnehmen kann als Charakter? Wir sollten ihnen helfen. Ich glaube kaum, dass uns das nützt. Außerdem gerätst du in große Schwierigkeiten, wenn jemand herausfindet, dass du sie entkommen lassen. Mach dir um mich keine Sorgen, mir passiert schon nichts. Vielleicht vermögen diese Fremden ja, den Weisen zu retten. Geht es euch gut? Schnell, ihr müsst aus dem Palast fliehen. Ich habe ein Déjà-vu, wir müssten schon mal aus dem Palast fliehen. Easy peasy, ja, super. Und wenn ihr es könnt, dann befreit bitte den Weisen des Lebens. Der Weise des Lebens ist auf den Klageberg verbrannt worden, weil er sich den Plänen unserer Mutter widersetzt hat. Ich flehe euch an, ihr müsst ihm helfen. Okay. Fürchte, das kann ich leider nicht zulassen. Jetzt kommt da Dalton. Nicht, er ist da. Ich bin es satt, dass ihr mich ständig dazwischenfunkt. Ich werde euch hier und jetzt ein Ende bereiten. Who the fuck are you? Nein, tu das nicht! Die Katze stirbt. Also gut, ich werde sie verschonen. Aber im Gegenzug wirst du mir helfen, Sarah. Und ihr werdet mir erklären, wie ihr hergekommen seid. Frage ist immer noch, wer du bist. So, von hier kam ihr also. In Ordnung, Sarah. Sobald ich sie hineingeworfen habe, versiegelst du das Portal. Niemals. Tu, was ich sage, oder ihre Leben sind verwirkt. Wer bist du? Also gut. Joa. Okay. Zeig mir. Joa. Warum hat der Prophet uns am Leben gelassen? Der Zyde-Stamm nehmen Lavos Energie weg. Also Lavos schwächer werden. Moment mal, das Wappen auf der Tür, die wir mit dem Amulett geöffnet haben. Das habe ich auch woanders schon gesehen. Jupp, in der Zukunft. Richtig. Ein seltsames Wappen ziert diese Tür und eine mysteriöse Kraft hält sie fest verschlossen. Ja. Lass uns danach suchen, Chrono. Okay. Let's go. Ich frage mich immer noch, kann ich jetzt eine andere Gruppe mitnehmen? Ja, kann ich.
Jetzt ist die Frage, welches Team... Welches Team ist denn so die beste Empfehlung? The best Heal Spell hat der Roboter. Wir gehen mit Robo. Okay, also die beste Empfehlung ist Ayla und Robo. Machen wir das noch mal. Ayla ist sowieso praktisch. Also das macht die viel Schaden. Und Robo haben wir tatsächlich nur einmal gehabt. Hoppa. Alles. Moin. Mullemusch. Moinsen. Alles klar. Akt zu heben, Martin. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Montag. Möchtest du Mullemusch? Möchtest du Musch genannt werden oder Mulle? Oder ist dir das eigentlich egal? Ich wollte dich mit der tauschen. So. Und ausrüsten. Wir haben noch einen Arm für den. Wir haben noch einen Steinhelm. Und... halbiert voller Feuerelementschaden. Hört sich erstmal nicht schlecht an. Nehmen wir mal. Ich lurk noch ein wenig. Alles klar, Gurke. Mach das. Wir müssen in die Zukunft. Nope. Vergesse mal, welche das sind. Das ist die Vergangenheit. Wir könnten noch kurz mal heilen. Gut. Die Maus immer wieder im Bild. Traumhaft. Hallo? Chromatom. Chromatom ist, glaube ich, richtig. Zack. War's der Promodome? Das ist Chrono Trigger, korrekt. In voller Farbe und Design. Ich glaube, der Promodome auf. War der richtig? Mir egal, am einfachsten ist immer noch Mulle. Dann nenne ich dich Mulle. So, ich glaube, ich hätte den anderen. Ja, ich hätte das andere Portal nehmen können. Natürlich. Wie geht's dir? Hast du einen schönen Montag? So schön wie ein Montag sein kann. Tatsächlich. Selten ist ein Montag so schön wie ein Freitag. Welches von denen war das denn? Der andere Dome. Nicht ja. Och Mann. Habe ich ja schon gefühlt 100 Jahre nicht mehr gezockt. Es ist tatsächlich mein erstes Mal, dass ich Chrono Trigger spiele. Obwohl es
so alterstechnisch irgendwie mal auf meiner Agenda hätte stehen können. Nein. Welcher von euch ist das denn? Gardiawald, nope. Dann ist es der Bangor Dome. Da ist die Tür. Perfekt. Ja, weil wir spielen montags immer Retro-Games. Aktuell ist es Chrono Trigger, davor war es A Link to the Past. Genau, jetzt geht die Tür auf. Und nach Chrono Trigger wird es Final Fantasy VII. Bei mir war es schön und geschillt. Es ist, ist ja das Schönste, was man haben kann, ne? Verführerisches Top. Eieiei. Starker Äther. Zauberbörse. Was macht denn die Zauberbörse? Da ist viel Geld drin, ne? Bitte? Wandelt EP in G um. Ach so. Okay, das ist, wenn man schon quasi genug gelevelt hat. Terranigma. Terranigma. Irgendwas klingelt da. Nein. Nein. Also zumindest nicht, nicht so, dass ich es wüsste. Ne, Terranigma noch nicht. Wann kam das raus? Was stand hier gerade? 95. 96 in der PAL-Version. Okay. Mit eins der schönsten Games auf dem SNES. Okay. Hab ich. Den Namen kannte ich. Aber das ist es dann auch schon gewesen. Okay, das ist auf jeden Fall eine Tür, die wir öffnen könnten. Das muss ich mal auf die Liste schreiben. Das könnte dann nach. Dings. Nach Final Fantasy VII. Was? Glaube ich, viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Vermutlich. Goldohrring, Darker Äther, Magiekapsel. Das mit dem Mausenbild. Bald spätes Ende der SNES-Zeit. 95 ist end. Okay. MP-Kosten minus 75%. Okay. So, Magie plus 2 und du kriegst die Magiekapsel. Wo ist er denn? Da. Gut. Was ist denn dein absolutes Lieblingsspiel für den SNES? Kann natürlich sein, dass die Antwort jetzt Terranigma ist, also. Dann ist die Frage sehr einfach beantwortet worden. Hier war aber nichts, oder? Ein paar Gegner können wir mitnehmen, gibt ein bisschen Energie und Level. Dann duckeln die einfach so in meinem Roboter. EP. Wow. So much. Die duofertige Turbo-Zyklon. Okay. So. Zyklon. Einmal auf alle. Der Moment, wo man merkt, dass man zu stark ist für dieses Level. Mein Heiltrank. Ein ganzer Heiltrank ist verloren gegangen.
50G und Ether. Alright. Um 500G. War's schon wieder. Teurer Spaß. Na komm. Heizt sich über 50 und wird einfach zermetzelt. So, das hätten wir. Weiter geht's. Okay, da wird jetzt ein Zyklon gemacht. Okay, das gehen nicht alle. Erste, Link to the Past. Zweites, Terranigma. Drittens, schwere Entscheidung. Mark hat solche Spiele, die du gerade zockst. Okay. Also, Link to the Past ist definitiv mein Platz 1. Da kann ich mich anschließen. Bis jetzt finde ich Chrono Trigger schon... Jetzt wieder 500G. Ich will jetzt wieder auf der Kackeier. Chrono Trigger ist schon echt geil. Müsste nochmal nachgucken, welche SNES-Games es noch so gibt. Weil ich vergesse das gern. Weil die meisten habe ich halt vor Ewigkeiten gespielt. Und dann... sowas kann ich mir eh nicht gut merken. Da schläft dieser komische Typ. Da geht's auch nicht weiter. Naja, 95 kam halt die PS1 raus und 75 oder 98 kam N4. Das ist richtig. Ich bin auch quasi nicht. Ich bin gerade nicht alt genug, dass ich von der SNES-Zeit so richtig viel mitbekommen habe. Angefangen hat es dann mit dem N64 und PlayStation 1 halt. Okay, guten Tag, Freunde. Hier bin ich wieder. Hallo, hallo. Danke, danke. Wiedersehen. Tschüss. Einmal kurz hier reingehen. Wieso habe ich denn schon wieder Hunger, wenn ich hier bin? Komisch. Das ist, als ich letztes Jahr auf Twitch angefangen habe, haben wir auch bis zum 6. Teil alle Harry Potter Teile gespielt. Und da waren dann auch PlayStation 1 und PlayStation 2 bei. Und da muss ich sagen, wird man ein bisschen nostalgisch. Ein bisschen. Ne, wir nicht. Wir hatten das NES, dann das SNES und den 64. Okay. Ja, dafür bin ich generationstechnisch ein bisschen rausgefallen. SNES hatten wir. Aber ich erinnere mich nicht daran, sehr viel drauf gespielt zu haben. Bis auf Link to the Past und so Geschichten. Da ist doch die Tür. N64 deutlich mehr. Ja, richtig angefangen hat es dann mit der PlayStation 2. Da war ich dann auch alt genug, dass ich relativ spielen konnte, relativ viel. Sag nicht sowas, fühle ich mich jetzt wieder alt. Ach was. Das muss man nicht.
Wenn ich ehrlich... Wie leider leer. Da ist noch was. Ich wollte gerade sagen. Ich muss ehrlich sagen, die alten Spielentwicklungszeiten schöner im Gesamten. Also sei es PlayStation 1, N64, GameCube, PlayStation 2, so die Zeit fand ich bis jetzt schöner. Die modernen Spiele, da sind auch geile bei, aber es wird jedes Jahr so viel Müll auf den Markt geworfen, den kein Mensch braucht. Keiner. Wir haben jetzt nichts Neues, ne? Wir haben Stärke 4. Da ist jetzt die Frage, hat Lichtprobe Abwehr 63. Und das kann der nicht anziehen? Nö. Der Robo auch nicht, oder? Okay, dann zieht die halt an, du. Gerne. What the heck? Das ist geil. Wusstest du, dass es einen Otter Hot Tub Stream gibt? Ja, das wusste ich. Das ist ein Cold Tub Stream. Gurke. Pass auf. Ich habe sogar einen Link dazu. Ja, ein Cold Tub. EP-Maximum plus 50%. Erhöht Erfolgschancen von Betören. Okay. Stärke plus 4. Ja, da haben sie halt noch die Spiele mit Liebe und Herzblut und voller Freude gemacht, finde ich. Ja. Und mag es daran liegen, dass Spiele heutzutage komplizierter sind? Im Aufwand, im Gesamtaufwand. Aber ja, es macht mich manchmal traurig, moderne Spiele zu sehen. Vor allen Dingen, weil halt so viel, wie gesagt, es kommt so viel Müll auf den Markt. MP-Kosten. Ja, ich glaube, ich gebe ihr das Stärkeband. Dann macht die mehr Schaden. Was mir nur Zeit nervt, finde ich die Riesenwelten. Kann ich verstehen. Was mich dabei nervt, sind Riesenwelten, die einfach leer sind. Also wenn einfach der Entwickler eine Riesenwelt gemacht hat, die leer ist, bin ich total sinnlos. Das ist so einfach, wir müssen, weil es muss sein. Man braucht eine Riesenspielwelt. Ja, das war natürlich jetzt mal richtig grandios im Kreis gelaufen. Ja, das ist jetzt wieder... Ja, das kennen wir schon. Da kommt Lavos aus der Erde. Das kommt noch dazu. Oder immer das gleiche oder minimal abgeändert. Ja, richtig. Wo ich das extrem fand, also merklich extrem. Ich weiß nicht, ob du Assassin's Creed gut findest, die Spiele. Was jetzt erstmal unwichtig ist dafür. Gott. Fangen wir so an zu glänzen in den Lampen. Assassin's Creed Odyssey. Ist das in Griechenland? Das ist ja das vorletzte. Das fand ich, hat das neue Spielprinzip, was es bei Assassin's Creed Origins, also dem ägyptischen, gab, übernommen und verbessert. Die Spielwelt war zwar groß, aber du hattest viel zu tun.
Du hattest viele Nebenmissionen, die die Story hatten, wo du auch das Gefühl hattest, dass was passiert und dass du was machst. Und dann kam halt Assassin's Creed, hier das in den Wikingerzeit, dessen Name mir gerade entfallen ist. Valhalla. Wo ist denn jetzt hier der Aufgang? Und das ist für mich eine ständige Wiederholung der gleichen Missionen. Die Story fesselt mich überhaupt nicht. Es ist total traurig. Dabei liebe ich eigentlich Assassin's Creed Teile, weil ich das Spiel mag. Aber keine Ahnung. Schwierig. Und da ist halt eine große Spielwelt einfach negativ. Weil die Welt von Valhalla ist gigantisch. Riesig. Aber du machst halt die ganze Zeit das Gleiche. Und das halt vollkommen storylos. Also es ist nicht so, dass das einen Sinn hätte, das zu tun. Wie ich der Einzige bin, der Blitzschaden machen kann. Ja. So, das hätten wir. Wo ist der Ausgang? Mann! Hier sieht alles gleich aus. Hier ist ein Roboter. Hier geht's auch nicht raus. Hier auch nicht. Hm. Hier war ja der Raum. Da verläuft man sich einfach mal. Ich würde ja sagen, wir leveln wenigstens ein bisschen, aber bei 22 EP ist das halt so ein Tropfen auf den Stein. Nee, Assassin's Creed war nie meins. Hatte 1 und 2 dann beim Kumpel gedaddelt. Und es war immer das Gleiche. So nervig. Ja, Assassin's Creed 1 und 2, gut, im Verhältnis zu den neuen kann man da nicht vergleichen, ne? Aber gut, ich verstehe, wenn man das nicht mag. Tatsächlich verstehe ich das. Hoppa. Ja, jetzt ist tatsächlich die Frage, wo ist hier der Ausgang gewesen? Hier? Nicht. Hier? Ach, hier war der Ausgang. Endlich. Ach komm. Dann kämpf halt gegen. Bei mir war es halt so, Assassin's Creed ist die erste Spielreihe oder das erste Spiel tatsächlich, wo ich seit dem Trailer das Spiel spielen wollte. Das habe ich so davor noch nie gehabt. Muss ich das machen, um wieder nach links zu können? Hier auch noch so eine Tür. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. War hier noch so eine Tür. Oben war auf jeden Fall der Typ, der in dem Lebensmittelsilo hauste. Das kennen wir schon. Secret of Mana, auch eine Reihe, die ist irgendwie total an mir vorbeigelaufen. Da habe ich, glaube ich, habe auf dem DS mal irgendeins davon angefangen, aber nie weitergespielt.
muss ich tatsächlich zugeben. Das sind aber viele von den JRPGs oder wie die ganz genau heißen. Die sind, ja, da habe ich nie so wirklich den Weg zu gefunden. Das habe ich schon ein paar anderen Zuschauern erzählt im Laufe der Zeit, dass ein Grund für mich auch mit dem Streaming anzufangen ist, dass ich einfach mehr Spiele spielen kann. Mich einfach so an den Rechner setzen und ein Spiel spielen, das passiert sehr selten. Einfach mal so. Hier war auch noch so eine Tür, oder? Da rechts irgendwo. Kenne ich. Streamst du denn selber oder einfach nur, dass du es kennst, dass du dich eher weniger hinsetzt dazu? Da ist noch die Kiste. Ah. Gab's jetzt hier schon was? Das sind alles die Fallen für Gegner. Auch eine Falle. Ich glaube, um hier weiterzukommen, brauchen wir irgendwas, damit hier Brücken auftauchen. Vielleicht eine Energiequelle. Vielleicht kriegen wir da was. Nee, Stream tue ich nicht, aber irgendwie sagen alle, ich soll damit anfangen. Ja gut, aber du musst... Man sollte der ja auch selber sagen, so, ich möchte das jetzt machen. Nur weil andere einem das sagen, hilft das nicht so wirklich viel. Ich glaube, hier müssen wir nochmal später wieder hinkommen. Wahrscheinlich, wenn wir den Sonnenstein oder sowas haben als Energiequelle. Da ist immer noch die Notiz, die hilft uns. Granit, dann gehen wir zurück. Hab halt alleine nur bei Steam 377 Spiele. Das sind viele. 307, wie viel habe ich? Muss ich jetzt mal nachgucken. 307, ja, ich benutze einen Controller, ganz ruhig Steam. Okay, bei mir sind 246 und 18 habe ich gerade installiert, also 260 ungefähr. Also deutlich weniger. Ach, ich muss ja nochmal neue Rennen fahren, ne? Du hast 20? Also gucke, du spielst zu viel League of Legends, wenn du nur 20 Spiele hast. Kacke. Scheiße. Wieder viel zu früh den Knopf gedrückt. Und derzeit spiele ich maximal 10 Spiele, wenn es hochkommt. Ja, aber du, es ist auch, glaube ich, es gibt ja auch ganz viele Spiele, wenn man die einmal durchgespielt hat, dann, ja, hat man sie durchgespielt, ne? Das ist so wie, weiß ich nicht, es gibt ja Leute, die relativ häufig und viel Skyrim spielen. Aber wenn ich überlege, klar, man kann das modden, dass das neuer ist, anders ist. Aber am Ende des Tages, wenn ich Skyrim einmal durchgespielt habe, dann habe ich Skyrim einmal durchgespielt. Schon wieder. Okay.
Ecke. Komm schon. Ja. Wir wissen's. Du bist der Beste, wir sind schlecht. Was passiert eigentlich, wenn wir keine Punkte haben? Hauptsache, der kann auch noch vor uns fahren, wenn wir ganz oben sind, am äußersten Punkt. Und 3 und 2 und... Jetzt habe ich ihn nach vorne getroffen. Was zur Hölle ist los? Ah! Komm schon! Aber man kann auch wegzoomen. Verstehe. Und ranzoomen. Ins Pixelchaos. Ich hoffe, das ist der letzte. Ich hoffe es. Einfach immer im Kreis fahren. Yes! Gott! Also das Rubberbanding von dem ist extrem. Danke. Danke. Das ist echt, also... Gefühlt 10 Pixel zu früh und du verlierst. Ihr habt mich geschlagen, wie das? Das haben wir schon mal gemacht. Wiedersehen. Endboss? Naja, wahrscheinlich nicht. Hier ist die Fabrik und ja, in dem hinter der Tür waren wir ja, ne? Ja, hier hinter, im Prometdome hinter der Tür waren wir. Ah, die Musik ist so richtig, ey, die ist wirklich gut gemacht in dem Spiel, muss ich sagen. Was ich halt auch lange gespielt habe, ist RimWorld. Ich weniger, weil ich weiß nicht, so, ich habe so Spiele nie richtig viel gespielt. Ich bin halt auch echt schlecht. Bin mal raus für heute, Meister. Alles klar, Goku. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ich würde sagen, bis Mittwoch. Ja, das haben wir schon. Brav sein bis Mittwoch. Ey, ich bin doch immer brav. Weißt du doch. Ich weiß gar nicht, wie das anders geht. Hier ist keine Tür. Deswegen sage ich es ja. So, was haben wir hier? Also hier waren wir ja schon überall, aber ich habe komplett vergessen, wo so Türen waren. War in der Fabrik überhaupt eine? Hm, schwierig. Da kommen wir her. Ach scheiße, das ist hier... Jetzt kommt wieder der Boss, der Gegner-Kram hier. Ja. Wow. Hat den ersten Schlag überlebt. Den zweiten nicht. So, Combo. Cyclin. Let's go. Oh, oh, einer lebt noch. Warum ist Ray gelb? Achso, weil das der nächste Angriff ist. Ach, Ray und Eiler eine Stufe aufgestiegen. Perfekt.
Blitzbiss Falken. Okay. Das hätten wir. Wir müssen eigentlich mal gucken, ob der Roboter schon seine Heilfertigkeit hat. Die leveln ja so ein bisschen mit in der Hauptbasis. Vita-Emitter. Regeneriert geringfügig TP. Greift alle Gegner mit einem Laser an. Tu das mal. Sam! Was ein Effekt. Dein letztes Jump'n'Run war Super Meat Boy. Okay, das ist ja schon ein bisschen heftiger als Jump'n'Run. Super Mario ist ein Jump'n'Run. Super Meat Boy ist ein Spiel, es ist ein bisschen ja, SM in Spielform, ne? Ja, komm schon. Warum kann ich denn nicht angreifen? Ja, aber es macht unheimlich Spaß, finde ich. Ich würde lügen, wenn ich nicht schon drüber nachgedacht habe, dass das wird auch irgendwann mal bei mir kommen. Sehr, sehr wahrscheinlich. Aber es stehen halt jetzt so ein paar Spiele auf dem Plan. Und Zeit ist Mangelware, ne? Also, ich habe ja nicht unendlich Zeit. Da hat's ein Kokanic mit jeden Tag streamen. Ist halt einfacher, ne? Auch viele, viele Spiele unterzubringen. Und Super Meat Boy, das braucht ja auch Zeit, ne? Das spielt man nicht mal so eben hin und, also so eben zwischendurch. 3-4 Stunden irgendwie mal durch. Also ich brauche Zeit. Ich bin halt schlecht in so Spielen. Das kommt noch dazu. Kannst aber nicht lange daddeln, sonst hast du keinen Controller mehr. Da bin ich tatsächlich relativ robust gegen. Also ich werde sauer, aber ich mache nichts kaputt. Zumindest so wie ich es bis jetzt habe. Ob das bei so einem Spiel anders werden kann, will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Ich habe die Vermutung, ich renne hier komplett unnötigerweise durch die Gegend. Hoffe nicht. Hoffe tatsächlich nicht. Runter. Hoch kamen wir schon dran her. Ja, die Tür sind zu. Kann ich die wieder aufmachen? So, die kriegen ein gepflegtes Blitzgar und dann ist eh alles vorbei. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Easy. Nee. Ich bin vollkommen grundlos hier hingegangen. Bäumchen. Aber wo war denn? Rauf. Mein Kumpel hat schon 5 Stück bei dem Game kaputt gemacht. Und ich habe ihn noch gewarnt, spiele es nicht so lange und auf Krampf das Level nur noch. 5 Controller. Das ist ein teurer Spaß. Das ist ein teurer Spaß. Ja, ich glaube, die Aussage trifft sehr gut.
Ja. Ich würde ja sagen, keine Ahnung, wo es weitergeht. Aber was für Controller? PlayStation, Xbox oder? Keine Ahnung. Gibt ja noch irgendwie Hersteller von Controllern. Ja, ist auch jetzt. Das. Die haben auch jetzt alle Türen aufgemacht. Brauche ich nicht. Das ist die Tür. Tja. Nee, so ein Bill und No-Name Market. Ja, dann ist es ja noch zu verkraften, aber trotzdem. Aua. Das ist der Lünnenplatz. Mystischen Berge. Bangor Dom. Gehen wir mal zum Bangor Dom. Da geht es halt noch relativ. Das ist grundlegend, gebe ich dir da recht. Effektiv gesehen ist es trotzdem schon hart. Ja, hier geht's aber auch nirgendwo weiter, ne? Ja, das ist Geld. Immer diese diskriminierenden Leute. Klar ist das Geld. Ist zwar blöd, dass sie das Geld ist, was bei euch nichts wert ist, aber es ist Geld. Ja, hier ist auch nichts. Haben wir denn irgendeinen Gegenstand, mit dem wir jetzt was machen können? Nö. Ich habe es durch die Ruine geschafft und einen Ableger von dem Setzling mitgebracht. Ich bin erstaunlich, zu was man alles in der Lage ist, wenn man sein Leben aufgibt. Das ist essbar. Ah. Eine Pflanze, sagst du? Was, eine Pflanze? Dann leben also wirklich noch Menschen im Aerostorm. Ja, hoffentlich. Sonst weiß ich nicht, mit was ich da gesprochen habe. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das letztlich schon alles war hier.